Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tipps und Tricks mit Java. Heute möchte ich gerne etwas vorstellen, was leider auch viele Leute nicht kennen, was meiner Meinung nach aber wirklich hilfreich ist. Es ist irgendwo nur eine Kleinigkeit, aber auch Kleinigkeiten können helfen. Und zwar geht es um die Methode String.Format und die formatierte Ausgabe. Es ist ein recht dickes Thema. Ich werde nur mal erklären, wie es funktioniert. Alles Weitere kann man dann nachschlagen. Da verweise ich dann auf die entsprechenden Dokumentationen. Gut, also, unsere Situation ist die folgende. Wir haben eine Personenklasse, ganz simpel, mit Vorname, Nachname, Alter. Ich erzeuge ein Objekt und dann möchte ich gerne einen kleinen Begrüßungstext ausgeben. Also die Person stellt sich vor, hallo, ich heiße und ich bin bla bla Jahre alt. So, das heißt für uns, wir machen ein System out println und da schreiben wir einen konstanten String, dann hängen wir mit plus den Aufruf von getFirstName dran, dann kommt ein Leerzeichen, das müssen wir wieder mit plus dranhängen. Holen uns dann den Nachnamen, hängen das ebenfalls dran. Dann kommt wieder ein konstanter String und dann kommt das Alter und, weil es so schön ist, noch einmal ein konstanter String. Wem das auf den Keks geht, immer mit plus irgendwelche Dinge aneinander zu hängen, für den ist der folgende Trick Gold wert. Ich bastel mir mal eine Variable und schreibe mal alles da rein und die Variable gebe ich aus. Wir testen es mal und es läuft genau wie erwartet. Also, so kann man das machen. Das ist gar kein Thema. Es ist nur umständlich und macht keinen Spaß zu schreiben. Und vor allen Dingen, wenn der Kram länger wird und ich will Änderungen vornehmen, muss ich das Ganze erstmal auseinanderfriemeln. Viel schöner wäre es doch, wenn ich den gesamten Text einmal schreiben könnte und dann die Werte, die variabel sind, einfach einsetzen könnte. Und genau das können wir machen. Ich mache mal eine neue Variable auf, die nenne ich mal Greeting Pattern. Da schreibe ich rein, hallo, ich heiße und bin Jahre alt. Hilft uns im ersten Moment nicht weiter. Wir sehen aber schon, hier muss ich etwas einfügen, da kommt etwas rein. Und da kommt etwas rein. Ich habe die Stellen, wo wir etwas einsetzen möchten, jetzt mal mit X markiert. Und viel mehr brauchen wir auch nicht mehr zu tun. Nur, dass wir hier jetzt Platzhalter einsetzen müssen, die von Java vordefiniert sind. Wenn wir da einen String einsetzen wollen, müssen wir Prozent %s schreiben. Wenn wir eine Ganzzahl einsetzen möchten, ist das Prozent %d. Also, ich habe jetzt diesen Satz einmal geschrieben und die Stellen markiert, an die ich etwas einsetzen möchte. Jetzt kommentiere ich diesen Unsinn mal aus und erzeuge meine Begrüßung noch einmal nur mit der Methode String.Format. Der übergebe ich zuerst mein Muster mit den Platzhaltern und dann die Werte, die eingesetzt werden. Also an die Stelle des ersten Platzhalters kommt der Vorname, an die Stelle des zweiten Platzhalters kommt der Nachname. Und an die Stelle des dritten kommt das Alter. Also, was geschieht? Die Methode Format bekommt diesen String. Da sind drei Platzhalter drin, jeweils mit Prozent eingeleitet. Und dann übergebe ich in weiteren Parametern die Werte, die an Stelle der Platzhalter eingesetzt werden sollen. Und der erste Platzhalter wird durch TomGetFirstName ersetzt. Der Vorname kommt also hier hin. Der zweite wird durch TomGetLastName ersetzt. Der kommt also dorthin. Und der dritte wird von TomGetAge ersetzt. Kommt also dahin. Wenn ich das Ganze starte, sehen wir in der Ausgabe keinen Unterschied. Aber die Lesbarkeit ist doch erheblich höher als hier. Wir können den Satz viel besser überblicken, damit viel schneller ändern. Viel schneller Schreibfehler sehen eventuell. Also diese String.Format-Methode ist einfach Gold wert
Und viel, viel besser als diesen ganzen Quatsch immer mit Plussen aneinander zu hängen. Das ist nix. Mehr ist es nicht. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, es ist eine recht komplexe Angelegenheit. Mit komplex meinte ich nicht den Schwierigkeitsgrad. Der wird nicht höher. Aber man kann mit diesen Platzhaltern sehr, sehr viel machen. Java bietet da eine enorme Flexibilität. Es gibt Platzhalter für Kommazahlen. Da kann man dann auch die Anzahl der Nachkommastellen und der Vorkommastellen bestimmen. Es gibt Möglichkeiten, führende Leerzeichen einzubauen und noch viel, viel mehr. Also, es ist schon ein recht komplexes Kommando, weil man so viel Flexibilität damit hat. Und alles, was darüber hinausgeht, da verweise ich auf die Dokumentationen oder auf Bücher, auf die Javadoc, weil ich jetzt hier nicht jeden einzelnen Platzhalter vorstellen werde. Das führt zu nicht viel. Also ich persönlich empfehle dringend die Verwendung von diesem Stringpunktformat. Ich benutze das viel. Bei so Ausgaben, die irgendwie zusammengehängt werden, benutze ich das eigentlich nur noch. So, ich baue mal noch einen Fehler ein. Ich ersetze mal ein Prozent S durch ein Prozent D. Das ist eine Fehlermeldung, die man häufig sieht, wenn man mit diesen Formatierungsstrings arbeitet. Ich bekomme hier eine Illegal Format Conversion Exception mit der Meldung D ist ungleich java.lang.string. Was soll das jetzt heißen? Das heißt, ich behaupte durch Prozent D, hey, du bekommst eine Ganzzahl und dann verpasse ich dem ein String. Also, wenn ihr so eine Fehlermeldung bekommt, dann heißt das im Allgemeinen, dass ihr irgendwo diese doofen Formatierungsplatzhalter vertauscht habt. Dann guckt euch das Ding nochmal an und dann sieht man, ah ja, hier ist natürlich kein D, das ist ein String, das ist ein S. Ja, das war auch schon dieses Thema. Also die Formatmethode ist meiner Meinung nach eine richtig tolle Sache, kann man ruhig bekennen und sollte man auch benutzen. Wenn es noch Fragen gibt, gerne in die Kommentare damit. Und wenn dir meine Java-Videos gefallen, dann klick doch auf die Abonnieren-Schaltfläche. Es gibt auch Videos zu vielen anderen interessanten Themen bei mir. Oder schau dir meine Playlist Tipps und Tricks mit Java an.